MATE hier. Ich habe mir überlegt, euch einmal die Serie Videomix vorzustellen. Es gibt mittlerweile, ich glaube, 6 Videos. Ja, es gibt 1 bis 6. Ich habe mir Notizen gemacht. Heute habe ich mir überlegt, ich erkläre euch, was ich mir dabei gedacht habe. Also ich mache ja immer zwischendurch ganz viele Aufnahmen. Also die Aufnahmen bei der Serie Aufnahmenmix. Die sind halt eine Sammlung von verschiedenen Aufnahmen, die zum Teil spontan entstehen. So, wenn wir zum Beispiel Fahrradfahren sind, ich bin Fahrradfahren oder ich nehme auch im Moment aus den Graffiti-Mixes und Samplern auch einige Aufnahmen raus und tue die da rein, so seien es Fotos. Ich muss sagen, der Mix ist so eine spontane Ansammlung von Aufnahmen. Und die ältesten habe ich aus 22 genommen und die neuesten sind halt 23. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, wann ich damit angefangen habe. Und zwar im April. Dafür, dass es schon 6 Videos gibt, ist das gar nicht wenig, weil wir haben ja Juni, das sind 3 Monate. April, Mai, Juni. Ich weiß, dass der erste Mix zum Beispiel eine Stunde geht und die sind verschieden lang. Ich glaube, der erste ist der längste Mix. Der zweite geht auch 10, 20 Minuten und so. Mir persönlich ist aufgefallen, dass zum Beispiel Mix 5 hätte anders gestaltet werden können, weil ich habe zwei Wandgemälde, die ich mache, halt zusammengeschnitten und das Ding geht, glaube ich, 12 oder 13 Minuten. Nur jetzt steht der halt. Ne? Zum Schluss habt ihr dann noch Aufnahmen aus Bochum. Den hätte ich vielleicht anders machen können, sollen. Finde ich jetzt gerade persönlich, aber ich lasse ihn genauso wie er ist, weil wir jetzt schon bei Aufnahme 6 sind, beziehungsweise Cut. Diese Videomix-Aufnahmen sind ja verschiedene Cuts, die zusammengefügt werden zu einem. Man sieht mein Gestikulieren nicht, aber egal. Brauche ich auch nicht mehr gestikulieren. Brauche ich nicht. Naja, aber man sieht halt verschiedene Videos zusammengeschnitten mit bisschen geile Musik bei 5. Da musste ich im Nachhinein sagen, ich habe letztes Jahr dieses alte Kopfnicker-Album gehört. Sehr häufig, als ich mein Atelier eingerichtet habe, weil es lag da halt rum, war gar nicht meins. Und jetzt bei Mix 5 habe ich die alten Aufnahmen entdeckt und die dann halt in Mix 5 reingemacht, weil die mir sehr gut gefallen haben. Gerade dieser Tim Extreme und die Stuttgarter Sachen. Ja, das wäre dann zu der Serie Videomix. Und Videomix 7 kommt bestimmt in den nächsten Tagen.